Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute geht es nicht um den Strick-Podcast. Heute habe ich nämlich wieder richtig coole Temo-Sachen für euch. Ich weiß, die meisten von euch kennen Temo schon, aber wer Temo noch nicht kennt, das möchte ich einmal kurz vorstellen. Bei Temo gibt es richtig viele coole Sachen aus allen möglichen Kategorien zu echt krassen Preisen. Die sind unschlagbar. Und es gibt auch immer wieder tolle Aktionen mit Gutscheinen, mit Coupons, mit Rabatten bis zu 90% seitenweit. Und ganz wichtig, es gibt kostenlosen Versand und auch kostenlosen Rückversand. Wenn euch also mal was nicht gefallen sollte, ist es kein Problem, das zurückzusenden. Und das Ganze sogar bis zu 90 Tage. Ich habe heute auch wieder einen Code für euch. Das ist DSY, kleingeschrieben, 8422. Steht auch hier unten drunter und in der Infobox auch nochmal. Und mit diesem Code bekommen Neukunden ein 100-Euro-Gutscheinpaket, das sie dann einlösen können. Für Bestandskunden könnt ihr diesen Code trotzdem eingeben. Da habt ihr dann diese Übersicht der Produkte, die ich euch heute zeige, auch nochmal, ja, eben übersichtlich, dann braucht ihr nicht die einzelnen Links in der Infobox durchsuchen. Und dann lasst uns doch auch am besten direkt loslegen. Was bei mir immer gilt, ist, dass wenn ich etwas bekomme, dass ich es auf Herz und Nieren teste und sage, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Wenn mir was nicht gefällt, sage ich das dazu. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass ihr von mir eine authentische Meinung bekommt und nicht eben ein: Guckt mal, das habe ich bekommen, das müsst ihr jetzt auch kaufen. Wenn es nicht überzeugend ist, dann möchte ich euch das auch nicht weitergeben. Dementsprechend empfehle ich euch einfach die Sachen, die mir auch gut gefallen. Und die ersten zwei Produkte, die ich euch heute zeigen kann, kann ich gar nicht in die Kamera halten. Ja, ist ein bisschen sperrig. Ich blende euch mal ein Video ein von dem ersten Produkt. Und das habe ich mir ausgesucht, so in dem Gedanken, dass das vielleicht mein neues Projekt Heimatzentrum sein könnte. Vielleicht brauche ich noch ein zweites. Ich mag es nämlich sehr gerne. Das ist eine faltbare Aufbewahrung, die man tatsächlich auch modular umstecken kann. Also man kann die abmachen und könnte die auch einzeln aufbewahren. Man kann die eben aufeinander packen. Mit Clips werden die verschlossen und man kann das Ganze dann im Gesamten auch bewegen. Also ich habe es umgedreht, um die Rollen runterzumachen. Das hat auch Rollen. Und da habe ich alle fünf auf einmal umgedreht und es hat super gehalten. Ich weiß natürlich nicht, wie es unter Beladung ist, ob man es dann noch umdrehen könnte, aber naja, das muss man halt in der Regel ja auch nicht. Da könnte man eben bei Bedarf sich die Boxen, die man braucht, abklipsen und die rausnehmen. Die Türen sind so semi-durchsichtig, also man kann erahnen, was da drin ist. Wenn man Strickprojekte in Projekttaschen hat oder eben auch auffällige Garne, wird man es von außen erkennen können und kann man dann auch eher darauf zugreifen. Und mein Gedanke ist halt eben, meine ganzen Projekttaschen da rein zu tun. Es passt so bis zur Pullovermenge für meine Größe was rein. Also so 600, 700 Gramm inklusive Strickstück sollten in eine Box reinpassen. Das ist größer, ein bisschen größer als DIN A4 und ist halt eigentlich ein Schuhregal, eine Schuhaufbewahrung. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Aber naja, ich habe auch Schuhe, aber ich habe halt mehr Wolle und mehr Strickprojekte, als ich jetzt für Schuhe eine Aufbewahrung bräuchte. Deshalb ist das eine super Geschichte. Ist Kunststoff, es ist beim Aufbauen, denkt man, es ist sehr klapprig, aber sobald man das einklackt, wird es sehr stabil. Wenn alle vier Seiten eingeklackt sind, ist diese Box an sich sehr, sehr stabil. Und die Magnete schließen auch gut. Also es geht locker auf, es geht locker wieder zu. Es ist aber nicht so, dass wenn man es hin und her bewegt, die Klappen von alleine öffnen. Also die Magnete sind dafür stark genug. Aber durch die Lasche kann man das halt sehr gut eben öffnen. Also man braucht nicht irgendwie dolle Kraft aufwenden, wo man Angst haben müsste, das Plastik geht kaputt. Ich habe das schon länger mal im Auge gehabt. Immer mal wieder gesehen und habe immer gedacht, na, ist das was, ist das nix? Und habe jetzt in dieser Situation einfach entschieden, das auszuprobieren und ja, freue mich sehr darüber. Hätte ich schon früher machen sollen. Also die Boxen sind richtig cool. Kann ich definitiv nur weiterempfehlen. Ich würde es auch gerne in die Kamera halten, aber das Problem ist, das ist so hoch. Vor mir, ihr steht hier auf dem Stativ und so weiter. Technisch ein bisschen kompliziert, also deshalb das extra Video für euch. Das gleiche gilt auch für das zweite Produkt. Dafür habe ich nochmal einen speziellen Code für euch. Der lautet DSY8835 und da bekommen neun Kunden 50% auf den nächsten Artikel, den ich euch jetzt zeige. Der Code bleibt einfach mal kurz hier unten eingeblendet und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das gute Stück aussieht. Das ist nämlich auch ein Vorratsaufbewahrungsbehälter und der ist aber offen. Also das hat so ein bisschen was von Einkaufskörben, die übereinander gestapelt sind und wo man halt Zeug reintun kann. Und was ganz cool ist, ist, dass der auseinanderziehbar ist. Das heißt,
Der kommt in einem Karton, der jetzt nicht hier steht, der ja so groß ist und dann hier oben auch so und von der Tiefe halt so. Also so ungefähr die Größe von einem Einkaufskorb im Supermarkt. Ein bisschen kleiner, aber so in dem Dreh. Wie früher, kennt ihr bestimmt noch in den Drogeriemärkten früher diese Metallkörbe, diese kleineren. So ist das von der Größe her. Richtig cool irgendwie. Ich habe das gesehen und habe mich da gleich dran erinnert gefühlt. Und ja, das kann man eben ausziehen und man hat unten so Arretierungen, die man einklemmt. Das Ganze ist komplett aus Metall, ist also sehr robust. Das wird auch nicht einfach zusammenbrechen. Durch diese Sicherung hat man ja, also man spreizt das ja auf, diese Form. Und durch die Sicherung zwischen diesen beiden Stäben ja, hält man quasi diese Rauten so ineinander und dadurch kann das sich nicht einfach zusammendrücken, sondern das bleibt jetzt offen, bis ich das wieder löse. Ich habe jetzt keine 100 Kilo da drauf getan, aber das ja, erklärt sich ja eigentlich von selbst. Also man könnte es in der Küche für Obst, Gemüse nehmen. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich das hier im Wollzimmer lassen. Und so ein bisschen so Wolle so zur Seite legen, wenn ich mal Maschenproben machen muss. Solche Sachen. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut geeignet. Und ist halt jetzt nicht so super, sag ich mal, kaschierend. Also wenn man da was reintut, das sieht man natürlich, das ist offen, das ist präsent. Aber das hat ja auch seinen Charme. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, bei uns in der Küche ist jetzt kein Platz, aber hätte ich es in der Küche, würde ich meine Küchenhandtücher zum Beispiel und Putzlappen einrollen und die dann halt da reintun. Dann habe ich sie immer gut sichtbar, komme schnell dran. Bei uns ist aber die Küche leider ein bisschen zu klein, um den da hinzustellen. Ja, wir haben nur 10 Quadratmeter Küche. Nicht so chillig, aber sagen wir so, ich habe dann meine Ruhe beim Kochen, weil es kommt halt keiner rein, wenn ich koche. Es passt halt einfach nicht. Merle vielleicht noch. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, ich habe hier neben mir unten. Ah, da liegt jetzt gerade noch das Stillkissen, das ich immer in meinem Rücken habe, wenn ich hier stricke. Da ist so ein Platz, der passt von der Größe halt eigentlich ziemlich genau. Da könnte ich, wo seid ihr jetzt hin? Da seid ihr, hallo. Da könnte ich das mir vorstellen, dass ich es da hinstelle. Es ist halt vor der Heizung, macht aber nichts, weil das Teil ist ja eher aus Metall. Und die Heizung hier ist, die läuft halt quasi auf, wenn sie dann an, wenn wir sie anschalten irgendwann, die ist bei uns lange noch nicht an. Dann läuft die immer so auf Minimum, weil ich habe viel Wolle und Wolle dämmt. Wunderbar. Das heißt, ja, ich brauche hier nicht wirklich heizen. Also kann da was stehen. Und ja, das Einzige, was daran kein Metall ist, sind die Rollen eigentlich. Also ist auch rollbar. Das sind diese klassischen leichteren Rollen. Schreibtischstuhlrollen halt nicht, weil die brauchen ja schon mehr. Müssen halt nochmal mehr Gewicht aushalten, aber diese nächst kleineren quasi. Also. Definitiv auch von mir eine absolute Empfehlung, gefällt mir sehr gut. War ich mir auch nicht sicher. Dachte ich auch, na, kommt man da jetzt, kriegt man da jetzt was Richtiges oder kommt da Schrott an? Aber es ist kein Schrott. Es hat mir sehr gut gefallen. Also ja, zwei richtig coole Sachen dieses Mal dabei. Es kommen noch mehr coole Sachen, aber das waren so die Highlights, die ich euch einfach vorstellen wollte. Dann habe ich von Timo nochmal einen Satz Strickringe bekommen. Da habe ich jetzt schon einige von Dörr. Aber das macht ja nichts, das kann man ja auch gut mal aufheben für Kindergeburtstage. Wenn Merle und ihre Freundinnen und Freunde, Freundinnen dann ein bisschen größer werden, kann man das ja auch mal machen und dann haben die halt auch was, was sie mit nach Hause nehmen können. Da könnte man halt, keine Ahnung, eine Puppendecke oder sowas machen. Da sind die ein bisschen mit beschäftigt und ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das halt einfach da hat. Das nimmt jetzt ja auch nicht sonderlich viel Platz ein, ne? Aber den brauche ich euch jetzt nicht nochmal detaillierter zeigen. Ich meine, ich habe euch den im ersten Temu-Video schon mal gezeigt. Das werde ich euch am Ende des Videos als Link reinsetzen. Also da könnt ihr dann im Bild auf das Video klicken und dann könnt ihr euch das anschauen, wie das funktioniert. Da habe ich es nämlich einmal gezeigt. Da, aber ich stelle es halt nicht nochmal vor, das macht wenig Sinn. Dann kommen wir zu einem Produkt, wo ich nicht meine hundertprozentige Empfehlung geben kann. Also ihr seht, ich werde immer meine Meinung ehrlich kundtun, wenn ich der Meinung bin, dass irgendwas nicht ganz hundertprozentig passt. Und das ist in diesem Fall eben der Fall. Das ist was Minimales, das wird man auch anpassen können. Ich habe Gott sei Dank einen Tischler in der Familie, mein Vater ist Tischler. Der wird das quasi dann so funktionstüchtig machen, dass es mir gefällt. Aber ich zeige es euch jetzt erstmal. Es handelt sich hierbei, Entschuldigung, um einen Garnabroller. Ich würde empfehlen, wenn man sich den anschafft von der Größe, das für maximal 50 Gramm Knäuel zu nehmen. Also 100 Gramm, dadurch, dass das hier unten relativ leicht ist. 100 Gramm könnte sein, dass das Ganze kippt. Aber für 50 Gramm Knäuel oder so, diese Baumwollknäuel, die so flacher sind,
Da kann das super funktionieren. Alles, was halt so hoch ist, diese großen Wollknäuel, da könnte ich mir vorstellen, dass das halt eben dann kippen könnte. Das ist aber gar nicht das Problem, was ich mit dem Teil habe. Ansonsten ist die Verarbeitung auch gut. Es fühlt sich gut an. Man hat keine komischen Stellen irgendwo. Das Problem ist nur, schaut mal, das ist nicht ganz korrekt ausgeschnitten, ausgesägt worden. Und wenn ich jetzt drehe, mach's mal vor dem Mikro. Es ist eine Seite, die schleift. Jetzt hört man's. Und das macht es natürlich quasi unbrauchbar in diesem Moment. Was ich jetzt tun werde, also das wäre jetzt so die einfachste Lösung, ist, dass wir hier rein etwas machen. Was muss ich noch mit meinem Vater eben absprechen? Ich hätte jetzt erstmal an Zeitungspapier, ehrlich gesagt, gedacht. Reinstopfen so ein paar, so ein bisschen halt nur, dass man quasi eben den Kontakt zwischen diesem Aufsatz und dem Unterteil nicht mehr hat. Und dann schleift es auch nicht mehr. Das wäre jetzt so die einfachste Lösung. Da bräuchte man ja quasi wirklich ein Stück Zeitungspapier. Und das könnte funktionieren, dass man dann halt von der Reibung ja eben weg ist. Dass halt dieser Millimeter, der das zu tief ist, das Problem quasi löst. Das kann aber auch Montagsprodukt sein. Also ich würde jetzt nicht sagen per se, dass das Teil schlecht ist, sondern ich würde eher sagen, in meinem Fall habe ich halt Pech gehabt, dass das irgendwie ein bisschen schief ausgesägt wurde, offensichtlich. Aber für den Preis, auch wenn man das überlegt, was man hier in Deutschland teilweise bezahlt, ist das schon ein Unterschied. Man kann eben das nicht vergleichen, ein handgemachtes, handgefertigtes Produkt mit einem maschinellen Produkt, das ist auch klar. Aber es kann halt auch eben nicht jeder sich ein teures Teil für 20, 30, 40 € leisten. Und wenn man halt einen kleinen Geldbeutel hat und vielleicht dann eben so leichte Abstriche eben machen kann, dann ist es das auf jeden Fall eine gute Alternative. Und wenn man halt so ein bisschen MacGyvern kann und sich überlegen kann, wie man das zur Not immer noch, ja, sage ich mal, gängig machen kann. Man könnte hier auch eine kleine Metallkugel oder sowas draufkleben, dass das dann halt einfach innen drinne, ja eben, dass man ein Mehrspiel hat. Das wäre so der Gedanke. Wie das aussieht. Diese Teile sehen, ich stelle die im Wollregal immer so hin, dass die jetzt nicht so offen rumschimmeln. Sieht ein bisschen merkwürdig immer aus. Dann kommen wir zu einem sehr ähnlichen Produkt, und zwar einer Wollschale. Das war jetzt nun ein Wollabroller und aus Bambus, und ich habe auch noch eine Wollschale bekommen. Und bei der muss ich sagen, die ist echt süß. Die ist nicht teuer und hat von der, ist von der Qualität gut. Also sie hat keine Gerate, wo die Wolle hängen bleibt. Sie hat einen Deckel mit bei, der auch genau drauf passt. Und hat halt eine Größe, so flachere Bobbel würden gut reinpassen. Bei der normalen gewickelten Wolle hat man das Problem, also ich zumindest mit meinem Wickler, dass das von der Höhe her ein bisschen blöd ist. Nee. Kein Garn in Reichweite, was flacher oder flach genug wäre. Man könnte halt zum Beispiel eine 50 Gramm Sockenwolle, wenn man die dann so richtig rum reinlegt, Faden von innen nimmt, dann würde die von der Höhe hereinpassen. Das ist ja nun aber auch nicht immer das, was man jetzt gerade haben möchte. Von außen abrollen könnte man das flache Knäuel eben nicht. Und das hier würde aber wunderbar funktionieren. Also da könnte ich den Faden eben von außen auch nehmen, hier entsprechend durchfädeln. Und dann müsste ich es halt ohne Deckel verwenden, weil das sieht jetzt aus wie ein Burger, ne? Die Schale gefällt mir gut. Dann müsste man halt gucken, wer diese Wickler hat, wo das so ein bisschen aussieht. Wenn man das wickelt, handgefärbte Garne oder so, dass das so aussieht wie X, also dass man so reingucken kann in das Knäuel. Diese Knäuel werden in der Regel flacher und die würden dann auch besser hier reinpassen. Vielleicht würde es auch reichen, wenn man so ein Knäuel einfach mal ein, zwei Tage mit einem ganz schweren Buch beschwert oder zwei oder drei. Das wäre dann so die Alternativlösung. Aber ja, kommt ein bisschen darauf an, welche Garne man verarbeitet. Oder ob einem das wichtig ist, dass der Deckel da drauf ist. Also ich finde, sowas verwendet man ja eh meistens zu Hause. Dann packt man den Deckel halt irgendwo in den Schrank und nutzt die Schale halt auch ohne Deckel. Für mich auch immer nur sowas hier, niemals durch irgendwelche Löcher durch. Weil das nämlich bedeuten würde, wenn ich das Projekt aus irgendwelchen Gründen aus der Schale befreien müsste, müsste ich abschneiden. Deshalb arbeite ich grundsätzlich immer nur durch solche Haken oder sowas.
Das ist für mich persönlich wichtig. Wenn euch das nicht wichtig ist, ja, dann dürfte das auch da durch die kleinen Löcher natürlich fehlen. Das ist kein Thema, genau. Das kommt erstmal weg. Das braucht man jetzt hierfür ja nicht. Also, Empfehlung, sehr günstig und qualitativ gut. Hat, ja, sieht schick aus. Die kann man auch sich eigentlich theoretisch einfach so kaufen. Oder man macht so ein LED-Teelicht rein und stellt das halt einfach ins Regal. So ins Wollregal oder keine Ahnung, im Wohnzimmer macht dann halt das Licht da rein. Das ist ja quasi wie so ein kleiner Kürbis, nur halt ohne Kürbis. Das ist dann ein pflanzenloser Kürbis. Naja, wobei Bambus, ne, ist auch eine Pflanze. Dann habe ich hier, glaube ich, 10 Stück. Das war so ein Zehnerpack Strickringe. Da habe ich schon mal einen von gezeigt. Ich finde die aber so ganz süß. Die sind halt ein tolles Geschenk auch mal, wenn man halt jemandem, der eben auch handarbeitet, mal was schenkt. Da kann man sowas immer ganz gut mit reintun. Die sind, finde ich, immer so ganz schön und vor allem bei warmem Wetter sehr, sehr gut geeignet. Müsst ihr euch an der anderen Hand vorstellen, an der Hand machen die ja keinen Sinn. Also die muss man schon auf der linken Hand tragen. Und dann kann man hier, nämlich hier durch den Kopf von dem, die V, ja natürlich V, den Faden durchziehen und muss den nicht um den Finger wickeln. Das ist, wenn es halt gerade so warm, schwitzig, klebrig ist, wenn man solche Geschichten hier auf der Nadel hat, die fusselig sind, ist das super. Habe ich tatsächlich auch letztes Jahr erst schätzen gelernt, dass solche Teile echt gut sein können. Oder wenn man, keine Ahnung, Strickzeug mitnimmt und in ein Freizeitpark geht oder sonst was, wo man halt einfach nicht die Möglichkeit hat mit einem Ventilator, Klimaanlage, was auch immer. Und da ist es halt einfach warm. Man möchte aber trotzdem irgendwie handarbeiten, weil man eben Zeit hat zwischendurch. Da kann ich solche Ringe nur empfehlen. Einfach, ja, ich habe jetzt eben bei mehreren paar zum Verschenken und ich habe immer so einen Beutel, wo ich meine ganzen Utensilien habe, die immer mit nach unterwegs mitkommen. Und da werde ich dann werde ich dann auch so einen reintun. Da ist auch zum Beispiel mein Colorwork-Ring immer mit drin, dass man halt den unterwegs, wenn man Urlaub ist oder eben länger unterwegs ist, auch dabei hat. Wenn ich jetzt weiß, ich fahre nur eine halbe Stunde weg und komme danach wieder, dann brauche ich nicht meine ganze Zubehörtasche mitnehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe zum Beispiel auch immer eine Schere und immer eine Häkelnadel, so eine, die auf einer Seite eine Spitze, auf der anderen Seite Häkelnadel im Portemonnaie. Wenn man halt unterwegs strickt, was abschneiden möchte oder so mal eine Schere braucht. Und ja, die Häkelnadel eben, wenn man Maschen irgendwie falsch gestrickt hat, ein paar Reihen weiter unten, dann kann man die immer noch ganz gut retten. Man könnte ja auch einfach mal alles herholen, was man zeigen muss, ne? Ja, manchmal ist man so ein bisschen verplant, macht ja aber nichts. Ich habe ein paar Garne wieder mir mit aussuchen dürfen und habe wieder richtig coole Sachen genommen. Ich habe diesmal ganz andere Sachen wie beim letzten Mal genommen. Einfach, dass man auch mal so ein bisschen Abwechslung reinkriegt und ein bisschen schauen kann, was es noch so alles gibt. Weil wenn ich euch hier Sachen zeige, möchte ich euch ja auch quasi eine große Bandbreite von Sachen zeigen, sowohl halt eben in der Handarbeitsbranche hauptsächlich, als auch manchmal so Haushaltsgegenstände und eben bei den Garnen einfach mal mich durchzutesten, weil wir kennen unsere Marken hier in Deutschland und da weiß man in der Regel, was man bekommt, weil man es halt schon kennt. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwo anders bestellen, Marken, die wir nicht kennen, wo wir die Label vielleicht auch nicht lesen können, weil sie halt eben in einer anderen Sprache sind, dann ist man immer erst so ein bisschen, soll ich mir das jetzt bestellen? Und ich finde, wenn man dann jemanden hat, der das mal testet, dann ist das ganz gut. Ich weiß, beim letzten Video haben einige gesagt, naja, du testest ja für dich und nicht für uns Zuschauer. Und ich denke das aber schon. Also natürlich teste ich die Sachen auch eben für mich und suche mir auch Sachen aus, die ich gebrauchen kann, die mir gefallen oder die für meine Familie irgendwie relevant sind. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, wenn ich es kaufe oder wenn ich es gestellt bekommen, das mache ja beides, ich bestelle ja auch so, dann kann ich meine Meinung dazu kundtun. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, kennst du denn so ein Garn, was es da auch gibt, vielleicht, hast du das schon mal in der Hand gehabt? Wie fühlt sich das an? Kannst du das empfehlen oder eher nicht? Wenn jetzt zum Beispiel jemand so riesengroße, plüschige Amigurumi häkeln möchte, da wäre zum Beispiel dieses Garn, was ich letztes Mal euch gezeigt habe, nicht geeignet, weil das Garn relativ dünn ist. Es sieht halt, es ist Chenille-Garn, aber es ist ein dünnes Chenille-Garn. Und da gibt es halt noch viel dickere. Die gibt es auch bei Temu, gar kein Thema. Aber so kann ich halt sagen, das, was ihr euch gerade da angeguckt habt, den Screenshot, den ihr mir gerade geschickt habt, ist für ganz riesen
Plushies, also Riesenkuscheltiere, nicht das, was ihr braucht. Aber das sieht man auf dem Foto halt nicht. Deshalb finde ich es immer gut, wenn man die mal so in live sieht und Leute sich das dann auch angucken können und halt auch vergleichen können. Weil klar sehen wir alle unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Formen, Figuren und so weiter. Aber ja, ein Garn im Verhältnis zu einer Hand ist immer noch mal was anderes als auf einem Foto, wo man halt keinen Vergleichswert dazu hat. Ja, und das hier ist ein großes Garn, das ich euch heute vorstellen kann. Wir können es eh nicht lesen, deswegen ist es eigentlich auch egal, wie rum ich es halte. Aber ja, das ist einmal das Label. Und dieses Garn, ach, das ist so toll. Das ist, könnt ihr, glaube ich, ziemlich gut erkennen, ein Schlauchgarn, das in dem Fall hier aber nicht gefüllt ist, glaube ich. Oder wenn nur minim, doch. Wartet mal. Doch, doch, ist mit eingeschossenem Material. So kommt nämlich der Farbverlauf zustande. Ich dachte, das wäre die Hülle, aber nein. Also die Hülle, quasi dieser Strickschlauch, der ist komplett durchgehend immer weiß. Und die Füllung ändert sich dann halt farblich. Und dadurch hat man hier so einen Farbverlauf, einen melierten Farbverlauf mit Rottönen verschiedenen. Da hatte ich ursprünglich eine andere Farbe mir ausgesucht, aber die war leider dann aus. Kann ja mal passieren, ist nichts Schlimmes. Und die Farbe ist aber auch sehr schön und das ist so kuschelig. Und es ist halt ein relativ großes Knäuel. 38% Cotton, also Baumwolle, 18% Wolle und 44% Acryl, was glaube ich nicht bilden soll, wenn ich das richtig verstanden habe, also keine Knötchen bilden soll. Handwäsche. Ja, das muss dann an der Wolle liegen, weil alle anderen Sachen könnte man waschen. Man kann es bei geringer Hitze bügeln. Nadelstärke 4 bis 5 beim Stricken und 3,5 bis 4,5 beim Häkeln. Und die Marke kann ich euch leider nicht sagen. Ja, eben, das ist, also das hier ist die Marke, aber ich kann es leider nicht lesen. Ich könnte es jetzt mal eingeben, aber das hilft euch, glaube ich, auch nicht weiter. Die Farbe ist YT04 und das Ganze sind 200 Gramm, hat 400 58 Meter. Das ist jetzt wieder so ein Garn. Bei manchen Garnen hier weiß man, die man bei Temu kriegt, da weiß man eben nicht, was die Lauflänge ist und die Stärke und sowas. Macht mir jetzt nichts aus, weil ich kann das halt auch quasi mir eher messen und errechnen. Aber das ist jetzt so eine Marke, wo ich dann sagen würde, ihr habt hier einen ganz genauen Wert angegeben, ihr wisst, was die Lauflänge ist. Und das ist dann vielleicht eher ein Garn für Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben und die jetzt ein Projekt nachstricken wollen. Eine Anleitung, wo halt steht, du brauchst ein Garn in der und der Stärke mit so und so viel Meter pro 100 Gramm. Also in dem Fall jetzt 230 Meter, ungefähr 229 Meter, ist ziemlich genau die K-Stärke. Es ist halt sehr luftig, deshalb ist es von der Dicke her dicker als die K. Könnt ihr, glaube ich, wenn ich meine Hand mal daneben halte, ganz gut erkennen. Also das ist ein ziemlich dickes Garn, aber es ist halt Wolle und Luft gefüllt. Wenn man das jetzt feste zieht, dann wird das halt auch dünner. Aber ich würde es locker verarbeiten. Also da würde ich tatsächlich schon eher Richtung Worsted oder Aran suchen. Ein Projekt eben, was 400 und Meter haben kann. Ich würde, wenn ich so viel Garn habe, 458 Meter, würde ich eine Anleitung suchen, die so 400 bis 450 Meter in dem Dreh, also eher Richtung 400 Meter geht, dass ich einen Puffer habe, dass mir das Garn nicht ausgeht auf halbem Weg. Das finde ich nämlich immer nicht so schön. Und da sind dann eben manche Farben auch zu manchen Zeiten nicht so verfügbar. Das ist ja, kennt ihr ja hier in Deutschland genauso. Das heißt, da müsste man dann wahrscheinlich ein bisschen warten, bis man nachbekommt. Und das fände ich dann schade. Deswegen würde ich bei solchen Sachen immer ein Projekt empfehlen, wo ihr quasi einen Puffer mit eingerechnet habt, so 20, 30 Meter. Bei den 10% ungefähr ist das ja jetzt in dem Fall. Dann kommen wir zum nächsten Garn schon und das ist schön, das ist weich, das ist toll, aber ein Knäuel macht, was es will. Ich zeige es euch mal. Ich glaube, ihr kennt das sofort, was ich meine. Ja, okay, das ist super offensichtlich. Das Garn ist schön, es hat eine tolle Haptik, es ist weich. Es sieht für mich sehr acrylisch aus. Ich meine, es sollte eine Mischung sein. Jetzt steht blendet. Es ist auch so ein Schlauchgarn. Für mich sieht aber der Flaum, der da absteht. Das kann man jetzt ein bisschen schlecht. Naja, vielleicht kriege ich es auf die Kamera. Ja, hier seht ihr das.
Das sieht für mich nach Acryl aus. Macht ja aber nichts. Also gerade für so um den Hals und sowas ist das ja auch vollkommen. Als Kleidungsstück würde ich es nicht nehmen, aber für alle anderen Projekte oder für eine Babydecke oder sowas würde das auch funktionieren. Da weiß ich jetzt die Zusammensetzung nicht. Ich schaue mal ganz kurz in der App nach. Baumwolle 60%, Acryl 30% und Wolle 10%. Ich mache mal gleich einen Screenshot, dann habe ich das nämlich auch gespeichert. Ja, also man merkt das Acryl hier von der Haptik deutlicher als bei dem anderen Knäuel. Aber in einem guten Sinne. Also es ist halt ein weiches Acryl, ne? Ich überlege gerade, womit man das am besten vergleichen könnte. Ja, also es ist weich, es ist richtig weich. Es ist halt dadurch ein bisschen so ein mühfusselig, aber angenehm fusselig. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Das Garn heißt Fairyland und Long Distance Cakeball, das klingt sehr lustig. Also es klingt so, als wäre das Knäuel weit weg, aber es ist damit gemeint, dass man eine relativ hohe Lauflänge hat. Die steht sogar tatsächlich auch hier drauf. 245 Meter und das ist ein 100 Gramm Knäuel. Ich habe 4 Stück davon, also das ist auch von der Menge her gut. Das ist so Tüchermenge, würde ich mal sagen. Und die Farbe ist die 1152. Und da habe ich 3, die relativ ähnlich aussehen, außer der hier. Also der hat natürlich die gleichen Farben, das sieht man. Aber der hat halt einen super langen Farbverlauf, während es bei dem hier immer wechselt. Also hier habe ich in dem einen Knäuel 1, 2, 3, ja. 3 komplette Farbverläufe, also immer beige, blau, dreimal. Und hier habe ich blau, beige, blau. Und Ende. passt halt zusammen, gehört auch zusammen, aber mal gucken, wie ich das zusammen verarbeiten kann. Was ich mir tatsächlich da vorstellen könnte, was ganz hübsch aussehen könnte, wenn man ein Dreieckstuch macht, nimmt man erstmal die 3 Knäuel, die einen kurzen Verlauf haben für den inneren Bereich. Da hast du dann halt Streifen quasi. Die sind halt anfangs breiter, weil der Verlauf halt eben. Ja, dann ist ein kürzerer rein, logischerweise werden die dann breiter. Und dann würden die schmaler werden. Und dann könnte man ganz am Ende für die Borte den letzten Teil hier nehmen. Und dann hätte man da nochmal so einen bisschen breiteren Farbverlauf, weil eine Borte ist ja immer, sind ja sehr lange rein. Das heißt, das Garn würde dann halt insgesamt aber auch nicht so einen langen Verlauf haben, sondern eben auch auf so eine ja, Borte von einigen Reihen beschränkt sein. Das könnte ich mir dafür vorstellen. Da muss ich aber auch nochmal mit Merle sprechen, ob sie daraus was haben möchte oder ob sie das mir überlässt. Ich meine, letztlich ist es eh alles meine Sache, aber ich bin ja auch schon so ein bisschen immer in der Planung, dass ich auch Sachen für sie mache. Solange sie da Bock drauf hat, mache ich das gerne. Da haben wir auf jeden Fall mehr von, als wenn ich immer nur Sachen für mich mache. Was ich auch gerne mache, aber Tücher zum Beispiel trage ich jetzt gar nicht so viel. Und wenn wir vielleicht was für sie draus machen können, was sie dann auch trägt, umso besser. Und dann habe ich noch ein drittes Garn für euch mir mit ausgesucht. Und oh, ein Träumchen, ein Träumchen. Ich sag mal wieder, bin irgendwie ein bisschen weg von meinen Knallefarben. Also nein, eigentlich nicht. Ich liebe Knallefarben. Guck mich an. Es geht, kann eigentlich nicht bunter sein. Ich habe heute ein Glitzer, schwarzes Kleid an mit so Glitzer dran. Und dann eben dazu dieses Neon gelbgrün Oberteil. Und wenn ich jetzt aber rausgehen würde und noch eine Jacke anziehen wollen, dann könnte ich eigentlich nur auf was Schwarzes oder Neutrales zurückgreifen. Und das hier würde zum Beispiel super funktionieren, weil klar, ich könnte jetzt auch was Pinkes hier drüber anziehen oder sowas, aber ja, es muss halt irgendwie ausgewogen sein, weil ich möchte halt, was ich anziehe, ich möchte, dass es schön aussieht, ich möchte aber nicht aussehen wie ein Clown. Nicht, dass Clowns was Schlimmes sind, nicht, dass Bold Colors, bunte Farben, schrecklich aussehen, aber. Ich möchte es halt in so einem Level haben, dass ich mich wohlfühle. Und da ist natürlich immer gut, wenn man mal Farben sich aussucht, die halt auch mal zu vielen Sachen passen. Und das ist so ein Garn. Da könnte ich mir vorstellen, tatsächlich noch mehr von zu bestellen. Also von den anderen eigentlich auch. Ich sage euch aber auch eben warum. Das fühlt sich unfassbar gut an. Es ist ein Yak-Garn. HLQ-Yak-Wolle. Und ich habe jetzt gleich nochmal die Zusammensetzung nachgeguckt, um das richtig sagen zu können. 46% Wolle, 20% Yak und der Rest 34% Acryl. Das Acryl macht es ein bisschen robuster. Und ja, die Wolle, sage ich mal, mit dem Yak zusammen macht halt eine ganz tolle Haptik. Also es fühlt sich wirklich toll an. Es fühlt sich,
griffig an. Also es ist weich, aber es ist griffig. Es ist nicht so Alpaka-flutschig. Wer schon mal Alpaka verarbeitet hat, weiß, was ich meine. Das ist sehr, sehr glatt, sehr, sehr flutschig. Ein Traum, aber eben glatt und flutschig. Hier die Jacke hier, die ist glatt und flutschig. Und immer noch, trotz der Kombi mit Mohair. Und das ist halt so ein Garn. Das macht, glaube ich, es ist sehr dünn. Es macht aber, glaube ich, ein sehr tolles Strickbild und eine sehr tolle Haptik von dem Gestrick. Also das kann man schon am Knäuel merken eigentlich. Und ist bis sogar bis 30 Grad waschbar und kann auch gebügelt werden bei geringen Temperaturen. Ich wollte gerade mal schauen. Ja, die Farbe steht hier nicht drauf. Wie die Farbe heißt, das finden wir aber auch so raus. Jack-04, flache Blumenkamel. Fragt mich nicht, was diese Übersetzung soll. Ist ein bisschen lustig. Sieht in live ein bisschen heller aus als auf dem Foto. Aber man geht auf dem Foto schon sehr in die richtige Richtung. Also, es ist halt kein Braun, sondern es ist ein Beige. Sieht er ja auch, wenn ihr mit meiner Hautfarbe vergleicht. Aber es ist natürlich so ein Garn, das Zopfmuster. Oh, fantastisch. Lochmuster würden wahrscheinlich auch damit wunderbar gehen, aber ich glaube, ich tendiere da eher zu Zöpfen. Und ich schaue auch direkt nochmal nach, ob ich noch was erkennen kann. Ja, es ist Lace-Stärke, hat 300 Meter pro Knäuel und ein Knäuel hat 50 Gramm. Ja, okay, das sieht man, glaube ich, auch. Ich habe jetzt tatsächlich davon 6 Stück. Das heißt, ich habe für ein Jäckchen genug. Bräuchte ich gar nicht nachbestellen. 1800 Meter für ein Jäckchen, Lace, würde funktionieren, ja. Und ja, Nadelstärke 3 und so weiter. Ich würde aber vielleicht größere Nadeln nehmen, wenn man es mit Lace als Lace verstrickt. Wenn man Zöpfe draus strickt, das wären natürlich super filigrane Zöpfe, aber hat auch was. Oder Zöpfe mit Lochmuster kombinieren. Auch nicht. Ich muss mir mal Gedanken machen. Ich habe ja eh so viele Garne hier und so viele Ideen im Kopf. Ich muss das alles erstmal irgendwie abarbeiten. Das ist halt so, wenn man kreativ ist. Neues Garn in der Hand und schon hat man gleich, geht der Kopf gleich wieder los und überlegt sich, was er daraus machen könnte. Ja, also davon habe ich auf jeden Fall einen guten Vorrat und gefällt mir sehr gut. Es passt halt also eigentlich heute quasi perfekt zu dem Outfit. Könnte man so anziehen. Müsste ich jetzt halt nur 1800 Meter innerhalb von eine Stunde verarbeiten. Können wir alle nicht, ne? Schade. Jetzt habe ich noch so ein paar Teile, die nicht so zum Handarbeitsbereich passen. Irgendwie schon Bastelbereich. Und ganz am Ende nochmal was, was wir auch im Handarbeitsbereich nochmal nehmen können. Das ist so ein bisschen Merle geschuldet, dass ich gedacht habe, ich suche ein bisschen was auch raus, was wir für sie, für die Vorweihnachtszeit quasi oder jetzt für den Herbst zum Basteln benutzen können. Und ja, habe da eben so ein paar Kleinteile für sie rausgesucht. Das ist immer so ganz praktisch, dass man solche Sachen dann da hat. Man muss sie ja eher nicht sofort geben. Das ist dann immer mal, wenn mal Kindergarten zu ist, wenn sie mal so ein bisschen krank ist, aber so kränkelig ist, dass ich sie halt beschäftigen kann. Und dafür sind solche Sachen natürlich super. Und es ist jetzt ja auch die Kastanienzeit. Das heißt, man könnte Kastanienfiguren bauen. Und da zeige ich euch dann gleich mal was zu. Da ist die Lilly. Ja, komm rein. Wir fangen erstmal an mit einem Produkt für Weihnachten, das so ein bisschen kleiner ist, aber nichtsdestotrotz ganz niedlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da so für Weihnachten Anhänger für die Familie basteln. Pack es einmal aus. Da ist so ein bisschen Seil mit bei. Das brauchen wir jetzt nicht rausnehmen. Und das sind einfach nur so kleine mit Laser-Cut ausgeschnittene Holzplättchen und ja, so eine handliche Größe. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir darauf basteln, dass wir die Namen da drauf schreiben, der Familienmitglieder und ein weihnachtliches Motiv vielleicht drauf malen mit irgendeiner speziellen Methode. Mal schauen, welche wir dann da nehmen. Fingermalfarben, irgendwie sowas. Und dass Merle halt quasi dann jedem an Weihnachten sein Anhängerchen überreichen kann und wir machen dann noch eine Kleinigkeit dazu. Sowas wie die Lieblingssüßigkeit von der jeweiligen Person oder sowas eingepackt und dann würde man das da dran binden und dann darf sie das verteilen. Dann hat sie halt auch Geschenke, die sie verteilen kann, da ist sie dann ganz stolz drauf.
dass sie was selber gemacht hat für alle. Und ja, das ist eben ein Zehnerpack. So viel brauchen wir in meiner Familie gar nicht. Also wir haben meinen Mann und dann noch meine Kernfamilie, also mein Bruder und meine Eltern und meine Oma. Also noch 5 weitere Personen, die dann so eine Karte brauchen. Und ist ja keine Karte. Man könnte die auch vorher basteln, wenn man sie jetzt, also wenn ihr sie jetzt bestellt, kann man die auch schön anmalen und hängt sie dann an den Weihnachtsbaum. Würde ich natürlich nur empfehlen mit einem Tannenbaum, der keine Echtkerzen hat. Weil Holz, ne? Also mein allgemein, ich würde keine echten Kerzen in einen Nadelbaum, der vertrocknet, reintun, aber ja gut, das sollte sich jeder auch selber überlegen. Aber wäre halt auch eine Option, dass man sich da was an den Christbaum dranhängt, was halt nicht so schnell zu Bruch geht wie der echte Weihnachtskugel, ne? Wir haben euch aus Plastik. Alles andere würde bei uns nicht funktionieren. Ja, und wisst ihr, was das Beste ist? Die Kugeln sind lila. Wollte ich früher immer schon haben. Wir hatten immer rot und ich wollte immer mal irgendwas Cooles, Türkis oder lila haben. Und wir haben lila. Mit Glitzer. Könnte man auf die Idee kommen, dass das so meine Farbe ist, ne? Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung und das ist ganz billig gewesen, also günstig gewesen. Das ist so echt so Zeug, das kann man sich einfach wirklich hinlegen in eine Kiste und das ist dann so eine Kiste, wo man einfach mal reingreift, wenn man Kinderbeschäftigung braucht. Wo ich dann halt weiß, ich kann mit ihr was basteln und sie hat eine gute Zeit, ich habe eine gute Zeit und alles ist schön, weil basteln macht ja dann irgendwie auch Spaß, ne? Macht mit Kindern mehr Spaß als alleine, ehrlich gesagt, für mich. Dann haben wir was, was wir universell nutzen können eigentlich. Also, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe es schon ausgepackt. Naja, so halt. Ah, Vorbereitung ist alles, Leute. Ich bin so ein bisschen aus dem Video-Content gerade raus und ja, wenn man das ein paar Wochen nicht macht, ist man schon komplett verplant. Ich sehe gerade beim Auspacken, dass hier ein Teil einen leichten Defekt hat. Das lag aber am Karton. Es war nämlich noch ein Produkt da drin, das ich euch jetzt gar nicht zeigen kann, weil es kaputt gegangen ist. Im Transport hatte ich dann auch natürlich meiner zuständigen Mitarbeiterin bei Temu dann gleich weitergeleitet. Und in dem Fall ist es aber nicht wild, weil hier sind einige von da. Zeige ich euch gleich. Das hier sind so kleine Schalen, die halt wirklich klein sind, aber praktisch. Und ich habe gedacht, diese Schalen sind super praktisch für Klemmbausteine. Gibt es die bekannte Marke, gibt aber mittlerweile auch viele andere Marken. Mein Mann hat gerade seinen LKW-Führerschein gemacht und ich habe ihm dann als Belohnung, als Geschenk quasi einen Klemmbausteinsatz für ein Raumschiff geschenkt, was er schon fertig gebaut hat. Er hat es fertig, bevor diese Schalen dann kamen. Ich dachte halt, er könnte das auch dafür super verwenden. Man hat verschiedene Farben. Also jetzt in dem Fall sind es eben 5 verschiedene Farben. Und ja, man kriegt ein bisschen was drauf, es fällt nichts runter. Und das können wir aber definitiv auch fürs Basteln verwenden, dass man halt Sachen da reinpackt, die man dann halt so sortiert hat. Oder wenn man halt wirklich mal Kleinkram sortieren muss. Ich habe jetzt bald, das vor mir, Melle hat meine Perlen ausgeschüttet und hat Suppe gekocht. So ungefähr, ich schätze mal 5.000, 6.000 Perlen. Und ich werfe die aber nicht weg, weil die haben auch mal Geld gekostet. Das heißt, ich werde sie sortieren. Und da ist natürlich so eine Schale, wo ich das reinschütten kann, Gold wert. Und dann könnte ich halt wirklich auch so, ja, aschenputtelmäßig mir die Schalen da hinlegen und schon mal so grob vorsortieren. Dann hätte ich schon mal eine super Verwendung dafür. Genau. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Bastel-Gadget, was ich ganz cool finde. Und da dachte ich jetzt eben an die Kastanien, dass wir mal ein paar Kastanienlöcher reinbohren und mal ein paar Kastanienmännchen machen. Und das hier ist eine Packung. Sorry fürs Knistern. Pfeifenreiniger in Glitzer. Und ihr wisst ja, ich liebe Glitzer, Merle auch. Ich weiß, warum ich sie eingepackt gelassen habe. Das ist Glitzer, ne? Und Glitzer glitzert so schön. Das sind 100 Pfeifenreiniger, die ja eben verschiedene Glitzertöne haben. Natürlich sehr weihnachtlich auch mit geprägt sind und da können wir mit basteln. Ich nehme da jetzt keinen raus, weil ja, da habe ich wahrscheinlich mehr Glitzer hier rumfliegen als alles andere. Aber ihr könnt es euch ja vorstellen, das sind halt einzelne Pfeifenreiniger. Ihr kennt Pfeifenreiniger. Jeder hat das selber früher mal im Kindergarten gemacht, wenn er im gewissen Alter ist. Also in meinem Alter war es auf jeden Fall beliebt. Das fühlt sich interessant an. Dieses knisternde Gefühl, diesen rausstehenden Nadeln. ASMR.
Ich habe das noch nie gemacht. Also ich fühle ASMR auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal ausprobiert habt. Es gibt Leute, die dann, wenn die so ASMR-Videos mit den Geräuschen oder mit leisen Sprechen und sowas hören, die dann wirklich quasi wie so eine Gänsehaut kriegen. Fühle ich nicht. Also ich finde solche Videos beruhigend, das ja, aber das löst bei mir jetzt kein spezielles Gefühl aus. Und jetzt habe ich nochmal zwei Handarbeits-Gadgets für euch. Dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Ja, ich zeige euch mal die ersten. Und die sehen so aus. Es sind Maschenmarkierer und es sind Herzen. Ah, die sind schön. Die sind hochwertig. Ich habe sie mir schon mal angeschaut. Also die haben keine Grate oder sowas. Ich würde mal sagen, so bis Nadelstärke 3,5, 4 maximal. Ja, eben Herzform. Und das sind 100 Stück in vielen verschiedenen Farben. Also so Pastelltöne. Und ich finde die total schön. Also gerade so Projekte, wo man halt weiß, man braucht 20, 30 Maschenmarkierer. Für 10 habe ich ja immer relativ schon vorrätig welche. So bis 10, 15, 20 Stück höchstens. Aber wenn man halt mal weiß, man braucht mal ganz viele für irgendein Projekt. Ja, sehr cool. Und günstig. Sehr günstig im Verhältnis zu dem, was man hier teilweise bekommt. Also mal so als Vergleich, 4,49 kostet dieser Beutel mit 100 Stück. Und wir kennen alle die Markierer, die man hier bekommt. Da bezahlt man für 10 Stück das Doppelte. Natürlich nichts im Vergleich zu Handarbeiten. Da solltet ihr immer dran denken. Hier, das ist maschinell gefertigt. Ich rede von den maschinell gefertigten, die man hier bekommt. Das ist ein Unterschied, wisst ihr. Und ihr wisst auch, dass ich das so meine, ne? Also, wenn ich jetzt bei einer Manufaktur was kaufe, da bezahle ich dann auch den Preis. Aber da auch in dem Gedanken dahinter, da steht jemand hinter, der das gefertigt hat und von dem ich das halt gekauft habe. Hier weiß ich, das kommt aus einer Maschine und deswegen bin ich dann auch nicht da bereit, den Namen und den Preis dafür zu bezahlen. Also maschinengefertigtes darf dann halt auch gerne günstig sein. Und wie gesagt, die Qualität stimmt. Also da ist nicht, glaube ich, nicht einer dran, der irgendwie eine Macke hat oder sowas. Die sind perfekt. Und dann habe ich noch ein allerletztes Projekt. Was? Ein allerletztes Produkt für euch. Die hatte ich tatsächlich auch schon länger im Warenkorb und habe es einfach nie bestellt. Ich habe die mal in einem Temu-Werbevideo gesehen auf Instagram und fand das interessant. Ich habe gedacht, naja, ob das wohl funktioniert. Und dann habe ich gedacht, du machst doch selber solche Videos. Test es doch einfach mal aus. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht verwendet. Aber so von der Idee her habe ich es verstanden. Es handelt sich hierbei um Druckknöpfe. Einen ganzen Beutel voller Druckknöpfe. Ich weiß nicht, wie viel das sind, 10 oder 20. Lesen bildet 16 Stück. Und es handelt sich dabei um magnetische Druckknöpfe, die man also, wo man gar keinen Druck braucht. Und ihr werdet euch jetzt sicher fragen, wie das funktionieren soll. Das Plastik hier, das ist ganz dehnbar und flexibel. Und der Gedanke dahinter ist, dass man das Ganze annähen kann. Eben auch an Strickstücke. Und dieses Plastik hat so Rillen drin quasi. Ja, die könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Und an den Stellen ist es dünner, ist halt fester zusammengepresst. Und jetzt könnte man, also bei der Jacke ist es jetzt vielleicht ein bisschen ungeeignet, weil das ist dann vielleicht doch zu dünn. Aber man kann das quasi hinter das Stück nähen und kann es halt mit dem gleichen Garn oder mit einem dünnen Faden, der halt einen ähnlichen Farbton hat, kann das annähen, hat dann halt die Flexibilität, die in dem Strickstück ist ja dann trotzdem noch da und man kann dann aber trotzdem, wenn man halt zum Beispiel was hier über der Brust oder so schließen möchte, eben ein zweites an das andere Teil annähen und kann es schließen. Also wenn ich jetzt quasi hier mir ein zweites Vorderteil hole und da hätte ich halt quasi diesen Magneten auch reingenäht, dann könnte ich jetzt hingehen und könnte mir das, also das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass das hier angenäht worden wäre vorher, dann hätte ich jetzt quasi beide Vorderteile miteinander verbunden und könnte halt jederzeit wieder öffnen und schließen. Das ist natürlich nichts, was so extrem festhält. Also es ist jetzt keine Schließe wie ein Knopf oder wie ein Haken, das ist auch klar. Aber wenn man halt gerade zum Beispiel Wickeljacken hat, da hat man ganz häufig das Problem, dass die hier so im Ausschnitt so aufklaffen, nicht richtig schön liegen. Und da, mit sowas kann man dann halt das verhindern.
Man könnte sogar auch, das werde ich dann auch mal testen bei Gelegenheit. Ihr kennt vielleicht dieses Problem, wenn man Hemden hat, also Blusen, heißt es ja bei, bei Frauen eher, dass man halt das Problem hat, wenn man Oberweite hat, dass das so aufklafft. Und ich könnte mir vorstellen, wenn was bei einem jetzt nicht so krass aufklafft, weil dann ist die Größe eh die falsche, sondern nur so ein bisschen, dass man das quasi an die Bluse annähen könnte und das halt auch. Und dann quasi mit dem Magnet eben nochmal so einen zusätzlichen Halt. Und ich glaube, lass mich mal kurz von der. Ich ziehe jetzt mal seitwärts. Ja, doch, da muss ich schon ordentlich. Also, das geht nicht mal eben ab. Da braucht man schon ein bisschen Kraft. Das könnte ich mir vorstellen, dass das solche Sachen schließt. Oder eben zum Beispiel bei Wickeljacken, dass man halt einfach einen schönen Ausschnitt hat, dass das an der richtigen Stelle sich überlappt und dann auch hält. Werde ich aber definitiv mal in einem Projekt verwursten. Vielleicht sogar hier nochmal in dem Kimono-ähnlichen Teil. Da habe ich ja auch eine Wickelfunktion und vielleicht setze ich das dann noch nachträglich an und kann das dann eben damit schließen. Die Jacke passt mir momentan nicht, deswegen geht die Anleitung dafür auch noch nicht raus. Ich kann halt keine anständigen Fotos machen, wenn ich zu dick dafür bin. Die wirkt halt nicht, wenn sie zu eng ist. Die muss locker fallen, sonst sieht es doof aus. Deshalb müsst ihr darauf leider noch ein bisschen warten. So, damit habe ich euch alles gezeigt, was ich dieses Mal bekommen habe, eben außer das eine Teil, was leider kaputt gegangen ist während der Reise. Aber auch da, wenn ich es jetzt selber bestellt hätte und dafür das bezahlt hätte, hätte ich diesen Artikel, dafür hätte ich das Geld wiederbekommen, weil ich kann ja nichts dazu, dass es kaputt geht bei der Post. Ne? Das kann man ja nicht beeinflussen, das ist dann halt einfach so. Aber da ist Temu auch hinterher, dass man sein Geld zurückbekommt. Also es ist nicht so, man bekommt was und dann hat man Pech, was man damit machen muss und oder muss es zurückschicken. Für längere Strecken wurde 40 Euro Versand bezahlt oder sowas. Das passiert hier halt nicht. Man hat eine gute Rücksendemöglichkeit. Oder wenn es halt defekt ist, dann kann man es auch entsorgen. Und an dieser Stelle würde ich eben nochmal zusammenfassen für euch, dass wenn ihr ein Neukunde seid und die App neu installiert habt, ihr mit meinem Code, der hier unten drunter steht und auch in der Infobox und in den Kommentaren auch nochmal steht, DSY, kleingeschrieben, 8422. Mit diesem Code, den gebt ihr einfach in der App oben in die Suche ein und kommt dann auf meine Seite mit den Produkten, die ich euch quasi empfehle, die ich euch gerade gezeigt habe. Und als Neukunde bekommt ihr dann eben dieses 100-Euro-Gutscheinpaket. Und für alle anderen könnt ihr eben das, was ich mir bestellt habe, nachkaufen. Und wenn mal irgendein Produkt davon gerade nicht vorrätig sein sollte, könnt ihr das ruhig einfach mal antippen. In der Regel gibt es dann so einen Hinweis, ähnliche Sachen. Und manchmal findet man dann das gleiche Produkt eben von einem anderen Lieferanten, einem anderen Hersteller. Ist aber dann so quasi identisch. Da muss man einfach ein bisschen die Augen aufhalten, kommt auch mal vor. Aber in der Regel findet man eigentlich alles, was ich da auch gezeigt habe. Das sind alles Sachen, die im Shop verfügbar sind. Versand ist kostenlos, Rückversand auch, wenn was nicht stimmt. Wenn was kaputt ist, auch gar kein Problem. Temu ist sehr, sehr kulant. Der Kundenservice ist top. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte neulich auch irgendwas, ich weiß gar nicht, was das war, eine Brotdose, genau. Für Merle eine Brotdose, die ist kaputt gegangen. Und da habe ich dann auch das Geld wiederbekommen. Das war einfach, die ist nach der ersten Benutzung kaputt gegangen. Das soll nicht passieren. Das möchte natürlich auch Temu nicht, auch wenn das immer so klingt, ja. Du kriegst halt deine Sachen aus China und dann hast du halt, da musst du halt damit leben, dass was kaputt geht. Nein, damit möchte Temu nicht leben. Die wollen halt auch Qualität liefern, weil es denen halt gar nichts bringt, wenn sie alles erstatten müssen, weil es defekt ist. Hat halt gar keinen Sinn. Also Temu legt tatsächlich auch schon Wert auf die Produkte, die man bei ihnen bekommt. Und Lilly hat da auch eine starke Meinung zu, offensichtlich. Ja? So. Heute ganz seltener Gast hier zu Besuch. Die Lilly wollte euch unbedingt nochmal ihren Hintern zeigen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Sie ist jetzt sprachlos, weil jetzt wird sie geknuddelt. Das war ihr Plan. Lilly und ich verabschieden uns von euch für heute. Ich sage es jedes Mal falsch. Mal gucken, wann ich das endlich mal raus habe. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar coole Sachen zeigen konnte. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr zu irgendeinem detaillierten Produkt Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gebe euch da gerne Rückmeldung und ja, bin eigentlich immer, wenn Fragen aufkommen, dann für euch da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, habt eine gute Zeit
und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.